Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Watch. In der letzten Folge haben wir mit Isaac ganz normal gespielt, wollten den Godhead freischalten, haben wir allerdings nicht hinbekommen, weil der Godhead eine genau ist. Und heute Magic Girl, die Challenge Magical Girl, freue ich mich ehrlich gesagt sehr drauf. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet in dieser Challenge, aber der Name klingt super geil und wir sehen super geil aus, Fragezeichen. Okay, auf jeden Fall. Wir haben 4 Herzen. Wir haben die Schere, das heißt, wir können unseren Kopf abtrennen und dann greift unser Körper, glaube ich, an. Das war diese Schere, glaube ich. Und mit dem Kopf können wir noch umherfliegen und das ist toll. Dazu haben wir Isaacs Herz, was nicht ganz so cool ist. Dann haben wir Ys Mascara. Obwohl, ist das Ys Mascara? Ja, Ys Mascara. Hure von Babylon und Virgo. Ist das, glaube ich. Ja, wir sind eine Jungfrau. Eine Jungfrau, warum nur? Vielleicht, weil wir uns so komisch schminken. Gut möglich, oh Gott. Und wir hatten Isaacs Herz ja neulich schon mal in der normalen One. Oh, und da mochte ich das auch schon nicht, oh Gott. Okay, ich freue mich doch nicht auf diese Challenge. Ah, Hilfe. Und das Blöde ist, wir kriegen halt wieder keine goldenen Räume. Das heißt, wir müssen irgendwie anders stark werden. Und unser Anfangsequipment ist mal nicht OP. Wow. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Dafür haben wir aber natürlich Ys Mascara. Und das heißt, wenn wir die Gegner treffen mit unseren Charm-Tiers, dann werden die gecharmt. Und dann kämpfen die wenigstens für uns. Oh Gott. Aber das mit dem Herzen ist halt echt schlimm. Und wir haben kein Geld. Ich hätte gerne diese Kerze, aber wir haben kein Geld dafür. Meh. Meh. Aber wir kommen eigentlich in die ganzen Schachelräume kostenlos rein. Und wir können über... Wir können gegen Feuer gegenlaufen zum Beispiel. Und können über Stacheln laufen. Also das ist alles ganz cool. Das hat natürlich Vorteile und Nachteile, dieses Herz. Aber okay. Ich glaube, unsere einzige positive Sache ist echt diese Schere. Weil die halt echt richtig viel Schaden macht. Also die Bosse sollten damit kein Problem sein. So, wir kriegen Forget Me Now. Toll. Damit wir dann erst recht keinen Schaden mehr haben, ja? Nee, das machen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Forget me now. Wer bin ich denn? Habe ich ja gar keinen Schaden mehr. Lieber nicht. Okay. Wie das aussieht. Ah, nee. Oh, ich hasse dieses Herz. Das hängt immer so hinterher. Das ist unglaublich. Also eigentlich müsste ich die ganze Zeit auf mein Herz achten. Ah. Mann, okay, wir brauchen, glaube ich, ein Cube of Meat oder sowas. Das wäre hilfreich. Geh weg von meinem Herzen. Was ist los mit dem? Oder wir stellen uns einfach die ganze Zeit vor unser Herz und hoffen, dass die Gegner das da nicht treffen. Aber die sind alle doof. Oh mein Gott. Herz. Nein, Herz. Du bleibst jetzt hier in der Ecke. Okay. Ja, wir sterben. Ist okay. Mhm. Lässt du wohl mein Herz in Ruhe. Und du auch. Okay, läuft gerade nicht so toll. Na, 9 Lebensitem? Nö. Wow, okay, das ist mal echt eine Challenge. Mit diesen Herzen komme ich echt überhaupt nicht klar. Oh nee, geh weg. Geh weg jetzt. Vor allem, ich will immer den ganzen Tränen ausweichen, aber das muss ich ja gar nicht. Ich muss quasi... Okay, Plan ist so, wir gehen mit dem Herzen... Einfach ganz langsam nur vorwärts. Denn Rückzug mit dem Herzen ist keine Option. Wir müssen quasi die ganze Zeit vorpreschen und dann die ganzen Projektile und sowas abfangen. Ich glaube, so wäre das dann möglich, die ganzen Typis hier zu besiegen. So. Go, go. Und für... Oh, warte. Wir müssen auf einen Angel-Deal hoffen. Go, go. Los. Töte es. Körper. Körper. Töte Monstro. Körper. Körper, please. Danke. Nein, Körper. Greifst du? Körper, danke. So. Puh. Und wir kriegen nicht mal einen Angel-Raum. Ich glaub's ja nicht. Wieso kriegen wir nicht mal einen Angel-Raum? Egal, wir haben wieder fast volle Leben. Oha. Okay, das könnte relativ schnell gehen, wenn wir die ganze Zeit nur zum Boss laufen. Aber ich glaube, wir verlieren einfach viel zu viele Leben, wenn ich das nicht so machen würde. Auf die habe ich jetzt also überhaupt keine Lust. Auf euch auch nicht. Oh Gott.
Was sind das hier für Gegner? Man muss quasi einfach nur die ganze Zeit vor seinem Herzen stehen. Oder auch nicht. Und die ganzen Projektile abfangen. Das sagt sich aber leichter, als es in Wirklichkeit ist. Lass mein Herz in Ruhe. Ich muss mein Herz beschützen. Oh Gott, nein, lass mein Herz in Ruhe. Der wollte mein Herz aufessen. Oh Mann, alles will mein Herz aufessen. Lass mein Herz in Ruhe, bitte. Das ist grausig. Diese Challenge ist grausig. Naja. Haben immerhin immer noch volle Leben. Da ist ein Miniboss. Will ich zum Miniboss? Ich will zum Miniboss. Ich will auf jeden Fall zum Miniboss. So. Das heißt, unsere einzige Möglichkeit eigentlich zu gewinnen, sind auch unsere Charming-Tiers. Das sind die Gegner irgendwie zu charmen. Und dann die gegenseitig kämpfen zu lassen halt. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Wie man diese Challenge erfolgreich absolvieren könnte. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu weit gehen. Weil sonst könnte das doch recht nervig werden. So, ich nehme natürlich meine Schere wieder mit. Und in den Stachelraum müssen wir allerdings auch rein. Alles, was uns irgendwie leben... Ach, nein. Alles, was uns irgendwie stärker macht und so, ist alles gut. Lass mein Herz in Ruhe. Ich sag das wahrscheinlich noch so häufig in dieser Challenge. Aber sonst lassen die mein Herz ja nicht in Ruhe. So, was haben wir hier? Spinnen. Aha, okay, was auch immer. So, jetzt nutzen wir voll den guten Trick. Und zwar gehen wir hier rein und sprengen uns hier durch. Geil, oder? Ich finde, das ist eine der besten Ideen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Wir kommen da allerdings nicht weiter durch. Das ist ja doof. Wir brauchen mehr Bomben. Wo kriegen wir denn jetzt Bomben her? Das ist halt auch noch ein blauer Stein. Wir brauchen Bomben. Yo, was ist hier los? Ach du Kacke. Wie die Lemminge. Wie die Lemminge. Alter. Ja, nice. Das gefällt mir. Einfach richtig die Lemminge. Oha. Oha. Das war schön. Das war richtig schön. Wie, hier ist nicht mein Item. Fand ich trotzdem schön. Fand ich sehr schön. Oh. Okay, wir haben leider keine Bombe bekommen. Hä? Achso. Ja, schöne Sache. Okay, wir brauchen eine Bombe, damit wir den blauen Stein da aufspringen können. Sah das witzig aus. Wir sind alle so richtig schnell gestorben. Voll nice. Ja, tötet euch mal gegenseitig. Oh, dann noch. Wir könnten einfach ganz viel Lack abholen. Also wenn wir irgendwie die Chance haben, viel Lack abzubekommen, dann werden wir diese Chance nutzen, weil dann kommen öfters diese Charming-Tiers und dann haben wir natürlich mehr Gegner, die für uns kämpfen werden. Achso, und hier, der Edmund Macmillan hat für sein DLC ein neues Item angekündigt. Das ist schon ein bisschen länger her, aber ich kann es ja trotzdem nochmal sagen. Nämlich Friend Balls. Mhm, Friend Balls. Das sind quasi Pokebälle. Weil ich eben gesagt habe, mit Kämpfen für uns. Das sind quasi Pokebälle, damit kann man dann Gegner einfangen und dann in einem anderen Raum die freilassen. Und die haben dann diesen Charming-Effekt. Und wir sind gleich tot. Die haben dann diesen Charming-Effekt und kämpfen für einen. Oha. Oha, 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 jetzt sind wir gleich tot. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lass mein Herz in Ruhe. Lass mein Herz bitte in Ruhe. Lass es in Ruhe. Wagst du es, mein Herz anzugreifen, dann machst du das. Okay, nochmal. Ja, ich mach so einen Spaß, diese Challenge. Yeah. Ja, oh ja, Explosive Diarrhea. Oh yeah. Ach man. Blödmann Challenge. Wir bräuchten eigentlich wirklich nur einen Cube of Meat. Dann gehen wir einfach an die ganzen Gegner ran. Und dann sterben die dadurch. Wir kriegen ja keinen Berührungsschaden. Also wir an sich nicht. Wir als Isaac. Kann man die eigentlich aufhalten oder gehen die durch einen durch? Ja, ja. Okay. Das läuft so nicht wirklich gut. Nicht so richtig. Könnte besser laufen.
Wir haben keinen Schlüssel. Dafür aber volle Leben. Und wir hoffen einfach mal, dass wir ein gutes Item bekommen. So, da. Mach. Töte die Gegner. Töte sie einfach. Ja, danke. Greif an. Körper, greif doch an. Ich will nichts machen. Körper, du musst angreifen. Du musst das für uns regeln. Danke. Wow. Ich kann die Challenge gleich wieder neu starten. Was will ich denn mit so einem... Was will ich denn als Widder? Was will ich mit so einem Widderkopf? Nee. Nee. Warte, wenn wir jetzt beenden. Ist dann? Nee, okay. Nein, ich wollte nicht continue. Nein! Moment. Hallo. Tschüss. Magical Girl, was Magical Girl? Gar nichts Magical Girl, die ist blöd. Oh, okay. Warte. Das kann? Kann das gut sein? Ich weiß nicht, ob es gut ist. Oh Gott! Ich sterbe einfach an der ersten Spinne. Erste Spinne im Spiel, ich sterbe. Okay, dann lassen wir jetzt unsere Fliegen die Arbeit erledigen. Hoffentlich. Ah, jetzt haben wir zwar unsere Schere nicht mehr, aber egal. Oh, ich hasse diese Challenge jetzt schon. Oh Gott. Na ja. Wir holen uns mal unsere Schere. Für den ersten Boss zumindest. La 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 la. Larry Junior, los, mein Körper macht sie tot. Los, mein Körper macht sie tot. Das wäre schön. Irgendwie ist unser Körper ganz schön verwirrt. Aber er macht Schaden. Sehr gut. Skorpion, okay, wenigstens Poison Tears. Das kann uns zumindest ein bisschen helfen. Wir haben uns richtig komisch geschminkt. Blaue Augen, grüne Tränen. Ja, wir haben uns heute hübsch gemacht. Extra für diese Challenge haben wir uns hübsch gemacht. So. Okay, mit diesen Tears könnten wir vielleicht wenigstens ein bisschen anfangen. Aber ich wünsche mir immer noch, dass wir irgendwie einen Cube of Meat oder sowas bekommen. Das wäre echt besser. Diese Fliegen. Geht weg. Man muss einfach an das Spiel mit diesem Herzen. Man muss einfach auf die Gegner zulaufen, aber auch nicht so doll zulaufen, dass dann die Gegner einfach um dich rumlaufen auf dein Herz raubt. Weil die verstehen ja nicht, dass sie mein Herz angreifen müssen, oder? Ich glaube, die greifen trotzdem mich als Isaac an. Deswegen immer geradeaus laufen und das Herz hinter sich halten. Das wäre mein Tipp für diese Challenge. Auch wenn ich die Challenge selber nicht schaffe. Aber ich glaube, so müsste das gehen. Guck, ich habe mich schon wieder nach hinten gestellt, ich Volldepp. Weil ich immer diesen ganzen Sachen ausweichen will, aber das ist schlecht. Okay. Einfach mal umdenken im Kopf. Umdenken im Kopf. Nein, ihr lasst mein Herz in Ruhe. Lasst ihr wohl mein Herz in Ruhe. Okay. Mehr Fliegen für uns. Okay, wahrscheinlich nochmal genauso einer. Ja, habe ich mir schon gedacht. War naheliegend. Und hallo Monstro. Sollte ein bisschen schnell sterben. Na gut, dann doch nicht. Moment, was hatten wir hier? The Devil. Wenn wir hier... Ah, komm. Wir setzen The Devil mal ein. Dann machen wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Und kriegen dann ja höchstwahrscheinlich einen Devil-Raum. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem Feuer, wenn ich ehrlich bin. Oh, nee. Wow. Kriege ich bitte trotzdem meinen Devil Room? Nö, aber ein Damage ab. Damage und HP ab. Ja, könnte schlimmer sein. Ist auf jeden Fall besser als der One eben und als der davor auch. Ja. Auch wenn wir kein Devil Deal bekommen haben. Wir haben wenigstens ein Damage abbekommen. Und mit diesen Tränen, ja genau, mit diesen Poison-Tränen kann man auch was anfangen. Und dazu dann halt noch der Kopf. Das passt schon.
So. Na, komm mal. Noch ein bisschen mehr Damage. Brother Bobby steht wieder an unserer Seite. So gut er eben kann. Okay, okay, okay. Hallo, Fight. Na? Kriegen wir schönes The Magician. Okay, wir als Magical Girl nehmen natürlich die Magician-Karte mit. Magician. Muss sein. So. Hey, du liebst uns. Greif gefälligst für uns an. Oh Gott. Mann, geht alle weg hier. Ich. Oh Mann, du. Das ist voll doof. Ich mag diese Challenge nicht. Was? Oh, Poison Damage. Poison Damage wäre richtig cool. Hier, Poison Touch. Poison Touch wäre grandios. Wenn wir Poison Damage bekommen würden, dann könnten wir einfach gegen die ganzen Gegner gegenlaufen. Und die würden dann alle gepoisoned werden. Ja, ja, so wäre das. Wäre schon ganz cool. Mann, geh doch weg von meinem Herz. Ich glaub das ja nicht. Was ist los mit den Leuten hier? Hallo Trollbombe, tschüss Trollbombe. Mann. Wo kommen die Spinnen her? Haben wir die aus irgendeiner Truhe rausgeschnappt oder wie? The Devil. Okay. Für den nächsten Boss bestimmt nicht so schlecht. So, die stellen sich ja nett wie sie sind einfach mal neben das TNT. So dass wir sie einfach töten können. Nett von euch. Aber irgendwie, ich glaube nicht, dass wir in dieser Challenge noch häufig viele Leben haben werden. Aber da muss man sogar gegen anlaufen, dass sie nicht durch einen durchlaufen, ja? Okay. Devil! Oh, aber wir kriegen ein Cube of Meat. Oh, das ist göttlich. So ein Cube of Meat wäre schon gut. Müssen wir nur diesen Boss noch überleben. Ja, leichter gesagt als getan. Vor allem mit diesen ganzen Fliegen hier. Nein, 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 nein. Du stirbst jetzt, danke. Gib mir das Herz. Okay, Ball of Bandages, auch okay. Ist alles okay. Alles okay. Ah, da hinten ist noch ein Herz. Das holen wir uns auch kurz, bevor wir hier sterben. Da habe ich mich gar keine Lust drauf zu sterben. Wäre dich cool. Schade, dann wahrscheinlich hier. Jupp, mit einer Falltür. Wie soll man? Von hier oben geht das wahrscheinlich gar nicht. Ja, da wir wieder das Magical Girl sind, müssen wir natürlich auch The Magician mitnehmen. Und müssen leider eine Bombe hier verschwenden. Aber da will ich dann doch recht gerne... Oh, da ist sogar ein blauer Stein. Doch recht gerne reingucken. Was kriegen wir denn hier? Wieder ganz viele Lemminge? Das wäre sauwitzig. Nee, joa, immerhin ein Trinket. Sag ich mal so. So ein ganz normaler Raum, das ist ja langweilig. Der ist ja langweilig. Okay. Immerhin den zweiten Boss schon überlebt. So. Halbes Herz. Ach, wir heilen sogar doppelt. Ah, wir haben diese Schleife, die doppelt heilt. Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut. Geil. Okay, also wenn wir ein halbes Herz aufsammeln, dann heilt das ein ganzes. Und wenn wir ein ganzes aufheben, dann heilt das zwei. Deswegen haben wir jetzt schon volle Leben. Geilo. Okay, dann bringt das ja doch was. Dann ist die Challenge vielleicht doch gar nicht mal so schwer. Ja, und jetzt mit dem Ball of Bandages ist sogar die Chance hoch, dass wir das doch recht gut schaffen. Ja, ja. Wenn wir jetzt noch irgendwie ein Schild oder sowas hätten, dann wäre das noch tolliger. Guck, jetzt können wir einfach gegen die Gegner gegenlaufen und die mit unseren Ball der Bandagen töten. Easy. Easy. Und hier erstmal zweimal getroffen werden. Auch easy. Richtig easy. Wo haben wir diese Hörner her? Was sind das für Hörner?
Keine Ahnung. Oder sind das die Hure von Babylon-Hörner? Das könnten wir natürlich auch machen, wenn wir einfach... Naja, wenn wir jetzt einen Devil-Deal oder so bekommen, könnten wir... Könnten wir 4 Leben abgeben. 4,5 Leben oder so. Und dann... sind wir stärker und schneller. So. Der lustvolle Lust. Nein. Ah, und ich wollte wieder ausweichen. Das muss ich mir abgewöhnen. Andauernd ausweichen zu wollen. Ich kann hier einfach überall rüberlaufen und kann die alle mit meinem Ball der Bandage töten. Das muss ich mir merken. Okay. So. I can see forever. Ja, gibt's da irgendwie Shops? Shops wären auch ganz cool. Ist das lächerlich, wenn man einfach gegen die ganzen Gegner gegenläuft. So spielt man doch kein Eisenegg. Das macht die ganze... Naja. Das verändert einfach alles, dieses blöde Herz. Das ist voll blöd. Ich mag das nicht. Ich werde es auch nie wieder aufheben. So, doppelt geheilt ist besser geheilt. Noch ein Lebensupgrade, sehr schön. Ja, eventuell sollten wir sogar auf blauen Herzen bleiben, weil wir halt doppelt heilen. Wäre vielleicht sogar besser. Mega Fetti, oh Gott, nein. Warum Mega Fetti? Sampress, okay. Stärker sein, Magician, Attacke. Wir sind ein Magical Girl und du wirst jetzt sterben. 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 Mir doch egal. So. Two-Shot? Ja, okay. Ja, gut. Okay, ja, okay. Ja, wir gehen dann einfach mal. Obwohl wir die I Can See Forever Pille hatten und eigentlich noch nach einem super Geheimraum gucken könnten. Egal, es wird egal. Wir können jetzt Zähne verschießen. Und das ist schon cool, wenn man Zähne verschießen kann. Was will man mehr? Mehr braucht man nicht. Okay, wenn das so weitergeht, dann läuft das. Oh Mann, die greifen doch mein Herz an, gell? Ja, ich glaube, die greifen doch mein Herz an. Die greifen nicht mich an, sondern mein Herz. Das ist doof. Ihr Blödmänner. Wir haben sowieso schon diese Tränen, das heißt, das brauchen wir nicht. Wir haben schon Poison Tears. Bitte was Gutes. Oh, 9 Leben. Oh, 9 Leben. Vielleicht später. Wenn wir jetzt einen Devil Deal bekommen, dann ja. Devil Deal, wo wir ganz viele Leben opfern können, dann ja. Sonst nicht, nein. Wir haben nicht genug Bomben, um darüber zu kommen. Dein Ernst? Jetzt haben wir genug Bomben. Wir haben auch genug Schlüssel. Da kannst du alles haben. Das sieht so aus, als wenn hier der Geheimraum wäre. Ah, wo sind wir jetzt gelandet? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir hier schon und wir sind auf jeden Fall nach unten gegangen. Okay.
Keine Bomben mehr haben. Okay, what the fuck? Wieso kommen hier in einem Raum drei, ich wiederhole, drei weiße Herzen? Egal, ich hab nichts dagegen. Gut, wir gehen also auf volle rote Herzen. Unser Hure von Babylon bringt uns einfach nichts. Ah, da können wir einfach rüberlaufen, ist uns egal. Ist uns egal. Und hallo Gish. Kriegen wir wenigstens noch was, was irgendwie angreift. Voll lächerlich, jetzt hör auf Gish. Stop it. Please. That sticky friend. So, wir hatten dann noch ein weißes Herz, das nehmen wir mit. Die Amnesia-Pille schmeiße ich einfach mal weg. Bevor ich sie noch in der nächsten Ebene irgendwie aus Versehen einsetze. Und gab es da noch irgendwo ein Herz? Ich weiß es nicht. Ich will auch eigentlich gar nicht nachgucken. Wir gehen einfach mal weiter. Ja. Leider kein Devil-Deal. Aber dafür ganz viele Leben. Yay. Und solange wir genug Herzen droppen, was eigentlich passieren sollte, weil wir halt dieses Trinket haben, dann sollte uns nicht allzu viel passieren. So. Passt schon. Na, stirbt am Gift? Ja. Haha, Giftschaden ist der beste Schaden. Okay, diesen Raum mag ich nicht. Oder? Mag ich ihn? Ah, vielleicht mag ich ihn doch. Nee, ich mag ihn doch nicht. Hab mich geirrt, Raum. Tut mir leid. Ich hasse dich doch. So. Tja. Ich kann ja über die Stacheln laufen. So, so, alles wegmachen. Hallo, goldener Schlüssel. Hallo, komischer Raum. Hallo, Typi, der meine Leben haben will. Hallo, Boss. Hallo, Gegner vor dem Boss. Und hallo, Boss. Was? Wir sind schon beim Arm? Echt? Hä? Als wenn wir so schnell waren. Oh die, wir verlieren beim Arm. Oh die. Warum sind wir hier denn nicht sicher? Hä? Sonst waren wir da immer sicher. Oh Gott. Unser Kiefer ist zu groß. Okay, wir verlieren. Ja, schaffe ich nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Nein, Leute, ich will nicht verlieren. Ich will gegen Bungie nicht verlieren. Nein, Bungie, please. Weil unser Herz so blöd stand, oder was? Oh Gott, nein. 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 Da sind wir tot. Ich krieg die Challenge nicht hin. Oh nein. Okay, wir behalten unsere Schere. Das war eben so gut. Hätten wir die Schere behalten. Wieso habe ich sie jetzt schon eingesetzt? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Ich setze sie jetzt einfach öfters ein, als ich müsste. Oder so. Kein Plan. Ah, da waren wir schon bei Mom. Aber wahrscheinlich geht es sogar noch weiter als Mom, oder? Könnte ich mir vorstellen. Puh, naja, endlich mal eine Challenge, die auch wirklich eine Challenge ist. Aber auch nur, weil ich mit diesem blöden Herz nicht zurechtkomme. Jetzt müssen wir wieder ein paar Räume machen, damit wir wieder die Schere haben. Mano! Hallo Gegner, hallo, ja. Ich habe keine Lust mehr auf diese Challenge. Wenn das jetzt nichts wird, dann breche ich ab. Ah! Mann! Dieses doofe Herz, wieso gibt es das? Als ich gehört habe, dass es dieses Herz gibt, fand ich das richtig, richtig geil.
Jetzt, wo ich es kennengelernt habe, finde ich es richtig, richtig blöd. Man liest halt so, Unverwundbarkeit, nur das Herz kann getroffen werden, findet das voll geil. Dann spielt man extra The Lost, um es freizuschalten. Und dann ist das so ein Scheiß-Item. Ja, fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Ha, jetzt haben wir nicht mal unsere Schere für den... Was ist das da für ein Boss? Du bist kein Boss. Du bist kein Boss. Was bist du für ein Boss? Du hast mich an der Bossleiste. Du bist kein Boss. Hallo, das zählt nicht. Jo. Aber ich sterbe trotzdem an dir. Oh, Mann. Überaus nervig. Nee, okay. Keine Lust mehr. Tut mir leid. Ja, das war sie. Magical Girl Challenge. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Ich hatte keinen Spaß beim Spielen. Das ist eine scheiß Challenge. Ich mag sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal spielen werde. Wahrscheinlich nicht. Ich mag sie nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ich kann mit diesem Herz nicht umgehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.